Ja, liebe Gäste, ein besonderer Abend verlangt nach einer besonderen Moderatorin. Sie ist charmant, jeder will sie sehen und sie ist Blitzlichtgewitter gewohnt. Nein, es ist nicht Flocke und sie kommt nicht aus dem Nürnberger Zoo, sondern direkt aus dem Erdinger Hinterland. Begrüßen Sie jetzt Monika Gruber! Zusammen hier zum 10. Bayerischen Kabarettpreis. Wir haben hier vier großartige Preisträger heute Abend, dazu Laudatoren, nach denen sich die Oscarverleihung die Finger abschlecken wird. Also Sie sehen, satirisch ist einiges los hier in der Münchner Reithalle. Und an meiner Seite ist heute ein Mann, Sie haben ihn gerade schon gehört, der wunderbare Martin Schmidt und seine grandiose Band. Das Gesingen, Martin Hertibuzzi, so sagt man Kollegen an und nicht, die Gruber ist kein Eisbär. Ja, aber süß ist schon. Die Flocke ist süß. Mei, du, in einem halben Jahr ist 2 Meter groß, stinkt wird's auch und wird irgendwann erschossen, weil es einen Pfleger zusammengefressen hat. Und mit sowas vergleichst du mich, aber so ist es wieder. Typisch Männer, kaum sind sie auf einer Bühne, sitzen am Klavier und können die weißen von den schwarzen Tasten unterscheiden. Da ist vom Charme eines Gentlemen nur noch so viel übrig, wie vom gesparten Geld bei der Bayerischen Landesbank. Ja. Was ist los in Bayern? Was ist los? Was ist los, meine Damen und Herren, in Bayern? Rauchverbot, Transrapid, Landesbank, ein Skandal jagt den nächsten. Und wer glaubt, das ist normal, der hält auch Britney Spears für eine Klosterfrau. Jetzt schauen Sie mal zurück, wie war es beim ersten Bayerischen Kabarettpreis? Also vor 10 Jahren. Das war vergleichsweise 1999 ein harmloses Jahr fürs Kabarett. Jetzt schauen Sie mal, was war. Ja, die erste Sendung von Wer wird Millionär ist gelaufen. Edmund Stoiber ist das geworden, was sich heute wieder viele wünschen, nämlich CSU-Chef. Und irgendwo 1999 ist auch die neue Freundin von Lothar Matthäus geboren worden. In diesem Jahr hat man sich gedacht, Mensch, wir müssen doch was machen, irgendwas müssen wir machen, aber was soll man machen, was Bayerisches müssen wir machen, aber Jodel-WM hat schon gegeben, Leberkäse weit schmeißen auch schon, ja, machen wir einen Kabarettpreis. Und die Idee haben alle gut gefunden. Der Bayerische Rundfunk ist angerückt mit Kameras und hat es aufgezeichnet. Das Münchner Lustspielhaus, die bayerische Kompetenz in Sachen Kabarett, hat es gleich mitveranstaltet. Und damit die Künstler nicht leer nach Hause gehen mit leeren Händen, hat der BR den Preis gestiftet. Und der Künstler Klaus Frieslander hat diese wunderbare Skulptur erfunden, quasi zum Mitnehmen. Ist doch herrlich, jetzt haben wir schon 10 Jahre Bayerischer Kabarettpreis. Und seien wir ehrlich, der 10. Geburtstag ist doch eigentlich der schönste. Man hat noch keine Pickel, wenn der Busen zu klein ist, dann ist es noch wurscht. Und statt einem Piercing wünscht man sich noch ein Pony. Schön. Ja, aber auch langweilig, gell? Und ja. Ja, langweilig war es bei uns natürlich nie, weil ein Kabarett ist ja was für ganz harte Männer. Und die Liste der Preisträger ließ sich wie die Starbesetzung von Indiana Jones stirbt langsam im Sturm der Karibik bei Troja mit den glorreichen 7. Schauen Sie, Andreas Giebel, Dieter Hildebrandt, Emil Steinberger, Dieter Nuhr, Bruno Jonas, Fredel Fesel, Willi Astor und die Biermüsselblasen und natürlich viele andere, auch Frauen. Martina Schwarzmann, Matthias Richling. Ja, und wenn Sie jetzt denken, Mensch, da haben ja alle den Preis schon gekriegt, da ist ja keiner mehr übrig, ja, dann haben Sie sich natürlich sauber brennt, denn jetzt geht's erst richtig los. In der Kategorie Senkrechtstarter kommen jetzt 2 junge Herren auf die Bühne. Mei, was sag ich Herren? Jetzt war Geschwammeier, die lackeln heute. Sie kennen sie als Solisten, aber auch unter dem Begriff Zwangsensemble. Bei Zwangsensemble denken Sie jetzt natürlich wieder an Huber und Beckstein. Nein, nein, zu diesen jungen Wilden des Kabaretts gehört normalerweise ein Dritter. Und warum der jetzt noch nicht auf der Bühne ist, ja, das erklären jetzt die Laudatoren des Senkrechtstarterpreises Philipp Weber und Klaus von Wagner. Ja, vielen herzlichen. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, liebe Fernsehzuschauer, liebe Freunde, liebe Kollegen, Römer. Matthias Tretter, unser guter Freund und Kollege, bekommt heute Abend den Bayerischen Kabarettpreis.
Der Arsch. Nicht nur, dass er uns beauftragt hat, jetzt diese Laudatio zu halten. Nee, wir sind leer ausgegangen, aber er beauftragt uns, diese Laudatio zu halten. Heute Abend, das ist schon mal die erste Frechheit, Matthias. Nein, aber Matthias, um Gottes Willen, wir gönnen dir diesen Preis. Nein. Naja, was heißt gönnen? Wir können es jetzt eh nicht mehr ändern. Nee, Publikumspreis gab es auch gar nicht. Die Jury hat sich entschieden. Das ist auch gut so, weil wenn man das Publikum fragt, muss man damit rechnen, dass es Mario Barth antwortet. So, ja. Jetzt, kommen wir also zur Laudatio für den Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Senkrechtstarter. Senkrechtstarter, das müssen Sie sich vorstellen, das ist so eine Art Nachwuchspreis. Ja. Wobei, der Matthias ist 35 Jahre alt. Ja, und ich frage mich schon, also wenn man mit 35 als deutscher Kabarettist noch einen Nachwuchspreis bekommt, Dann bekommt man wahrscheinlich auch noch Kindergeld. Wobei Sie sich den mal schon mal ganz genau anschauen müssen, wenn Sie sein Haar ganz genau betrachten, es wird richtig grau. Mhm. Ich meine, das ist kein Nachwuchs, das ist der Johannes Heesters unter den jungen Kabarettisten. ja. Nein, aber Klaus, warum soll es ihm besser gehen wie seinem Publikum? Ja, wir wissen ganz genau, das Kabarettpublikum in Deutschland überaltert. Wenn man oben steht, das hat schon ein bisschen was vom Schatz im Silbersee. Ja. Na, Sie müssen das sehen, als junger Kabarettist, du hast inzwischen eine Doppelfunktion, ne? Als Hoffnungsträger und Zivildienstleistender. So, wir waren neulich in so einem Kabarettlokal hinten in der Toilette und da waren lauter so Klosprüche. Und da stand tatsächlich drauf, ich hab Susanne gefickt. Aber in Sütterlin. Ja, wir wissen, diese Pointe ist gewöhnungsbedürftig, aber sie ist auch von Matthias, dem Preisträger des Bayerischen Kabarettpreises in der Kategorie Nachwuchsdödel. Philipp. Senkrechtstarter. Bitte, verstehen Sie uns falsch, wir finden es super, was der Matthias macht. Also super, finden es großartig. Und wissen Sie warum? Weil er so aktuell ist. Oh, Mann, der Matthias ist so geil. Der Matthias hat schon Witze über die große Koalition gemacht, da war Kiesinger noch gar nicht im Amt. Der benutzt keine Zeitungen, nur noch Horoskope. Und deswegen, Matthias, blicken wir jetzt in deine Zukunft. Wir prophezeien dir, dass in 3 Sekunden jemand deine Laudatio vortragen wird. Okay. Kommen wir nun zum Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Junior-Clown, Nachwuchsdödel, Senkrechtstarter. Matthias Tretter, 35 Jahre jung. Geboren in Franken, ansonsten keine erkennbaren Schwächen. Eigentlich wollte er nur ein paar Literaturkritiken satirisch aufmotzen, doch die Leute wollten mehr. Wurden abhängig von diesen glasklaren Sätzen, wie sie sich Georg Schramm und Thomas Bernhard in einer versoffenen Nacht nicht besser hätten ausdenken können. Gelegentlich wird er von Kritikern sogar der Literatur verdächtigt. Im Gegensatz zu vielen anderen jungen Kollegen beherrscht er die Analyse und die deutsche Sprache. Seiner Intellektualität geschuldet treibt nur selten ein Sujet die Kapazitäten seiner neurologischen Ausstattung bis ans Maximum. Anders gesagt, er versteht, worüber er sich lustig macht. Seine Formulierlust steht auf literarischem Fundament und was für Matthias das Fundament ist, für manche eine Helikopterplattform. Seine Feinde sucht er sich sauber aus, seine Freunde umso genauer. Er liebt es zu provozieren und zu polarisieren. Die einen nennen ihn ein diabolisches Genie, die anderen einen notorischen Besserwisser. Wir rufen ihn kurz Meister. Er ist das beste Beispiel dafür, dass scharfe gesellschaftliche Kritik und ein tadelloses Äußeres kein Widerspruch mehr sein müssen. Er kämpft im maßgeschneiderten Anzug gegen soziale Kälte, politische Machtgier, selbstverschuldete Unmündigkeit und die Verwendung von Rucola. Er macht erst seit 5 Jahren Kabarett. Das sind fast 90 Jahre weniger als Werner Schneider. Aber was hat er in dieser Zeit nicht alles erreicht? Saddam Hussein wurde gefasst. Aufgrund von Hinweisen, die der CIA aus einer Kolumne von Matthias im hessischen Rundfunk entnommen hat. Auch George Bush steht kurz vor dem Ende seiner Präsidentschaft, zermürbt von den ständigen Breitseiten des geborenen Würzburgers. Matthias' neues Programm feiert im Herbst diesen Jahres Premiere. Und Peter Scholl-Latour hat bereits jetzt bestätigt, die Tage von Osama Bin Laden sind gezählt. Das soll noch einer sagen, politisches Kabarett kann nichts bewirken. Und diene nur dazu, den Weinkeller des Kabarettisten zu füllen. Der bei Matthias zugegebenermaßen ziemlich eindrucksvoll ist. Aber was uns am meisten beeindruckt, Matze, ist deine Fähigkeit, dich immer wieder selbst in Frage zu stellen. Weil wenn es nicht so wäre, hättest du wahrscheinlich nicht uns gebeten, deine Laudatio zu halten. Und das respektieren wir, Matthias. Ich weiß, also Preise sagen immer mehr aus über die, die ihn vergeben, als die, die ihn bekommen. Aber wir sind uns ganz, ganz sicher, du hast diesen Preis trotzdem verdient. Wenn es auch schwer sein mag, Gründe aufzuführen, warum er heutzutage überhaupt noch Kabarett machen soll. Matthias, du bist für uns einer davon.
Rock'n'Roll. Und wenn du jetzt wieder anfängst zu flendern, hau ich dir eine. Matthias Tretter! In der Kategorie Senkrechtstarter geht an Matthias Tretter. Herzlichen Glückwunsch. Und danke. Danke an die Laudatoren Philipp Weber und Klaus von Wagner. Dankeschön. Bühne frei für den Senkrechtstarter. Matthias Tretter, lass krachen. Ja, vielen herzlichen Dank, die lieben Kollegen. Also, es hat mich schon ein bisschen gewundert. Also, ich bin vor einem Jahr aus Bayern weggezogen und jetzt bekomme ich den Bayerischen Kabarettpreis. Wahrscheinlich besteht da ein Zusammenhang. Es ist einfach die beste Pointe, die man der bayerischen Staatsregierung gegenüber momentan setzen kann. Wegziehen. Ich bin nach Leipzig gezogen. Ich erzähle den Leuten dort immer, ich habe rüber gemacht. Ich habe es in Franken einfach nicht mehr ausgehalten. Die CSU, die Bratwürste. Wisst ihr, wenn man ein Leben lang umgeben ist von Parteifunktionären und Schwein im Naturdarm, irgendwann kann man das nicht mehr auseinanderhalten. Und wenn man so wie ich so von Würzburg einfach in die neuen Länder zieht, da stellt sich natürlich als erstes die Frage, was ist der Unterschied zwischen dem Osten und im Süden? Ich sehe es an meiner Freundin, die kommt ursprünglich aus Leipzig, sie hat zwar 15 Jahre in Würzburg gelebt, aber da war immer dieses Konfliktpotenzial zwischen uns. Sie ist aufgewachsen unter Honecker, ich unter Helmut Kohl, also vom Gewichtsunterschied her mal ganz abgesehen. Der eine war ein reformunfähiger Despot einer erstarrten Partei in einem kaputten System, der andere ein SEDler. Hier gab es Freischwimmer, bei uns Thälmann-Abzeichen. Und ich bin aus Bayern, das macht den Unterschied noch krasser. Während sie beim Morgenappell Pionierlieder in die rote Nelke geträllert hat, haben wir mit Laudato Si gegen die Onanie angesungen. Dort FDJ, bei uns FJS. Sagt Ihnen was, oder? FJS? Das ist der Name unseres Heilands. Franz Josef Strauß. Immer wenn ein Bayer irgendwo FJS gesehen hat, hat er automatisch ein Kreuz gemacht. Und dann natürlich der Dialekt. Also mir fällt es ja immer ganz besonders auf, wenn ich Zug fahre. Wenn Sie öfters mit dem Zug unterwegs sind, dann wird Ihnen das ja auch schon aufgefallen sein. Die Angestellten der Deutschen Bahn, die müssen ja jetzt alle Englisch sprechen. Und ich bin vorgestern wieder in den Hauptbahnhof von Leipzig eingefahren. Also ich weiß nicht, ob Sie sich das linguistische Desaster vorstellen können. Sachsen sind ja eine der wenigen Bevölkerungsgruppen, die ihren Dialekt mit in die Fremdsprache nehmen. Ladies and gentlemen, in a few minutes we arrive in Leipzig. In our Bockbistro, we serve you broiler. Ja. Gut, in Würzburg klingt es jetzt auch nicht viel besser. Ladies and gentlemen, in a few minutes we arrive in Würzburg. Ja. Das Summe ist nur, ich habe jetzt bald eine Mischung aus beiden. In our Bockbistro, we serve you Bratwurst. Ja. Und mit dieser sprachlichen Ausstattung soll ich in Zukunft Kabarett machen. Vielleicht hätten Sie sich das mit dem Preis besser überlegen sollen. Ja, man hat es ja gar nicht leicht im Moment als Kabarettist. Es gibt ja mittlerweile kaum noch Politik, die sie nicht selber parodiert. Ja, Sie müssen ja nur mal umschauen, die ganzen großen Namen von früher, die großen Vorsitzenden, Brandt, Kohl, Wehner, Strauß. Alle sind sie abgetreten, haben Fußstapfen hinterlassen, in denen Leute wie Guido Westerwelle einen dreiwöchigen Segeltörn machen könnten. So was will man doch nicht verarschen. Und es wird ja auch immer unmöglicher mit der Politik. Also, haben Sie Angela Merkel gesehen, da bei der Eröffnung der Nationaloper in Oslo? Also, man sagt ja, solche Veranstaltungen seien eine einzige Nabelschau.
aber sie hat's wörtlich genommen. Ja, bei dem Überangebot, das sie dort präsentiert hat, ist gleich der Milchpreis eingebrochen. Ja, aber das ist wieder typisch für diese Mediengesellschaft. Wir nehmen Politik nur noch in Ausschnitten wahr. Und man kommt ja auch gar nicht mehr nach als Kabarettist momentan. Jetzt hatten wir kürzlich die größte Steueraffäre in der Geschichte der Bundesrepublik. Klaus Zumwinkel verhaftet. Ist schon wieder vergessen. Und ich muss ja jetzt auch mal sagen, also ich habe Verständnis für Leute wie Klaus Zumwinkel. Es gibt in Liechtenstein 84.000 Briefkastenfirmen. Bei 35.000 Einwohnern. Das sind 2,4 Briefkästen pro Einwohner. Es ist doch klar, dass ein Postchef dort investiert. Auf dieser DVD, die der BND da gekauft hat, da ist ja eine Liste mit 1000 Namen von Steuerhinterziehern drauf. 1000 Namen, wenn die jetzt alle gleichzeitig verhaftet werden. Das gibt eine Häftlingsschwemme aus der Oberschicht. Dafür sind unsere Gefängnisse doch gar nicht ausgelegt. 1000 sozial nicht integrierbare. Das kann man einem normalen Mithäftling nicht zumuten. So ein gemeiner Bankräuber, der hat für seine Strafe wenigstens gearbeitet. Und in dieser Liste sind ja angeblich sogar Namen von Bundestagsabgeordneten drin. Vor allem natürlich von der FDP. Das stelle ich mir allerdings sehr komisch vor. Wenn 1000 Häftlinge gleichzeitig brüllen, der Westerwelle kommt uns nicht in die Dusche. Ja, es regiert das Chaos momentan in der Wirtschaft. Das hat jetzt sogar Josef Ackermann kapiert. Was hat er neulich gesagt? Er hat das Vertrauen in die Selbstheilungskräfte des Marktes verloren. Der Staat müsste den maroden Banken helfen. Dass ich das noch erleben darf. Josef Ackermann bettelt um Sozialismus. Banker, hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Wir haben den Steuerzahler, der unsere Zeche blecht. Also, wenn Sie demnächst mal wieder bei der Deutschen Bank in Frankfurt vorbeifahren, schauen Sie mal auf den Parkplatz. Wenn ein Trabi davor steht, heißt das, der Chef ist im Haus. Gut. Ich will ganz korrekt sein. Josef Ackermann hat seine Aussage dann relativiert. Er meinte, nein, es sei nicht der Ruf nach dem Staat gewesen, sondern Regierungen und Notenbanken müssten die Wirtschaft unterstützen. Klasse, oder? So werde ich das nächste Mal auch argumentieren, wenn ich meinen Dispo überreize. Ich will nicht mehr Geld von der Bank, sondern vom Automaten. Ja, aber das ist der Linksruck. Der ist ja mittlerweile sogar in den Vorstandsetagen angekommen. Den haben wir jetzt, den Linksruck. Ja, seit 20 Jahren hören wir, dass es rechts und links nicht mehr gibt. Jetzt haben wir einen Linksruck. Das heißt, wir rücken ins Nichts. Und das Nichts nützt nur den Nichtsnutzen. So erklärt sich Oskar Lafontaine. Gut, es fing ja an mit Andrea Ypsilanti. Wollte die sich mit geborgten Stimmen zur Ministerpräsidentin wählen lassen? Dann ist rausgekommen, es wird nichts draus, die SPD will sie nicht tolerieren. Und jetzt wackelt Kurt Beck. Es kommt einem doch auch irgendwie bekannt vor, oder? Ein SPD-Vorsitzender und Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, der sich in der Hauptstadt nicht zurechtfindet, aber trotzdem Kanzler werden soll und von dem am Ende nur Oskar Lafontaine profitiert. Also wenn ihm die SPD jetzt noch einen Swimmingpool und eine liebestolle Gräfin zur Verfügung stellt, dann ist er in 10 Jahren Präsident des Bundesdeutscher Radfahrer. Also, oder er landet in Brüssel. Ja, das ist ja auch so ein neuer Trend. Wenn es in Deutschland nicht mehr läuft, ab in die EU. Stoiber ist schon da, Roland Koch haben sie auch für ein Amt in Brüssel vorgeschlagen, wenn die Geschäftsführung da in Hessen vorbei ist. Also das hätten sich die Väter der Europäischen Gemeinschaft auch nicht träumen lassen, dass die EU irgendwann mal zu einem Endlager für gescheiterte deutsche Landeschefs verkommt. So eine Art Ministerpräsidenten-Gorleben. Ich meine, es ist natürlich auch ein Problem. Ja, was macht man mit denen nach ihrer Amtszeit? Ist ja nicht jeder so konsequent wie Barschel.
Erwin Teufel hat studiert. Heide Simonis schmeißt einem das Tangobein in die Bildröhre. Oskar Lafontaine war auch mal Ministerpräsident. Also, wenn man die sich jetzt so anschaut, da ist es einem doch lieber, die verschwinden in irgendeiner Brüsseler Kommission. Da können sie keinen Schaden anrichten. Und man hat auch noch nie von jemandem gehört, der zurückgekommen ist. Gut, für Roland Koch hätte ich eine bessere Idee. Der sollte nicht nach Brüssel. Der sollte nach Liechtenstein. Als brutalstmöglicher Aufklärer. Der findet die Gelder, die Quittungen hat er ja noch. Wird ja im Kabarett Grit, Grit, Grit und nochmals Grit, aber es gibt auch welche mit einem Hang zur Musik. Und das ist auch gut so. Also die, bei denen ich halt bis nach Bayreuth nicht gelangt hat, sondern nur bis zum Kabarett. Zum Glück. Sonst gäbe es ja keinen Musikpreis hier beim Bayerischen Kabarettpreis. Und den Laudator des diesjährigen Musikpreises, den kennen Sie auch. Den kennen Sie schon an seiner Uniform. Er hockt normalerweise im Kassenhäusl von Neuschwanstein. Zur Oktoberfestzeit sitzt er im Bierzelt. Er bohrt in seinen Programmen böse in der bayerischen Politik von ja, Fürstenfeldbruck bis zum Nockerberg. Zwischendurch malträtiert er seine Zither und er weiß überhaupt auf alles eine Antwort. Hier kommt er, der Experte für Musik und für Aktentaschen, der Jimi Hendrix, der Zithermusi, der Fonsi. Sie, eine Laudatio auf die Sissi. Dann habe ich gesagt, ja, auf die Sissi, da sind Sie falsch verbunden, da ist der Fonsi, ruft es in Wien, in der Hofburg an. Also, ja, ob ich die Sissi nicht kenne, freilich kenne ich die Sissi, aber welche? Geht Romy Schneider, Bulli Herbig, Karl-Heinz Böhm, ja, die Perlinger. Dann habe ich gesagt, ja, Gott sei Dank, Sissi Perlinger. Weil, stellen Sie sich mal vor, eine Laudatio auf Kaiserin Sissi. Der erste Mal ist schon lang tot und dann dieser Lebens, was du da alles verzeihen musst. Der Frau in Führungsposition, Stress, Magersucht und dann endet dieser wunderbare Lebenslauf 150 Jahre später als Postkarten, hängst dann in irgendeinem japanischen Wohnzimmer umeinander. Und dann österreichische Geschichte, Habsburg, Türken vor Wien, 30-jähriger Krieg, Römer, Kelten, Eiszeit, Urknall. Ja, einen Knall. Einen Knall hat die Sissi Perlinger auch. Was heißt dann Knall? Die spinnt. Sie, die Sissi Perlinger, die ist ja durch und durch aus Bayern. Gell, aber brauchst du nicht glauben, gell, normaler bayerischer Lebenslauf, irgendwie Kirchenchor, Trachtenverein. Nein, die rennt auch nicht im Dirndl rum. Gell, die Sissi Perlinger und ihr Gewand. Die, also sie hat zum Beispiel sehr oft hat sie ein Giraffengewand an. Ein Giraffe, eine Giraffe. Ja, das ist so ein Viech, ja, wie eine Pflocke, bloß nicht so süß, dafür mit längeren Haxen. Und, gell, und da, sie, normale Menschen haben daheim im Schrank ein paar Milben umeinander hängen. Bei der Perlinger, da hängt die halbe die Serengeti drin. Gell, jedes Viech, das halbwegs irgendwann mal über dem Heinz Sielmann seinen Fernsehschreibtisch gerochen ist, ist anschließend am Kleiderbügel von der Perlinger gelandet. Gell, und dann hat's, ein Leopard hat's auch oft an. Ja, mit Tiere haben sie es nicht so, gell? Ein Leopard, das ist nicht der Gestreifte. Gell? Der Gestreifte ist der Zebra oder der Bruder vom Tiger. Wurscht jetzt. Der Leopard ist der mit den Flecken. Ja, aber der hat jetzt nicht nur einen Armfleck, ja, dass man sagt, da hat jetzt irgendjemand einen Rotwein noch drüber geschüttet, bevor er gefressen worden ist. Ja, ein Leopard hat tausende Flecken. Gell? Dass du sagst, das ist wie eine Hauskatze mit Windpocken. Gell? Und dann, was sie halt auch noch macht, gerne und auch gut kann, das ist der Tanz. Gell, dafür ist sie bekannt, gell, aber auch jetzt nicht bayerisch, gell, dass man sagt, ein gescheiter Schublattl oder irgendwas, gell, sondern das muss dann gleich indischer Tempeltanz sein. Gell, das kann sie sehr gut, aber das kennt ja hier keine Sau. Gell, ein indischer Tempeltanz, das ist in Indien gut, wenn die Inder damit indische Götter beschwichtigen wollen. Gell, wenn halt der Inder wieder an seinem Sommerfest am Ganges wieder eine heilige Kuh auf den Grill gehaut hat, gell, dann ist das gut, gell? Aber ich muss ehrlich sagen, als ein indischer Tempeltanz, da musst du als indischer Gott schon Sternhagelpsufer im Eck drin flackern, dass du sagst, ja, schön habt's tanzt, gell? Ich liebe euch. Ein indischer Tempeltanz hilft doch nichts, gell? Wenn der was helfen darf, dann hätten wir den ja auch.
in der Kirche. Jetzt halt dann nicht indischer Tempeltanz, sondern halt katholisch. Das darf bei uns dann heißen Karfreitagsblattler. Okay? Oder Osterzwiefacher oder was. Okay? Aber bei uns kannst du nicht umeinander tanzen da in der Kirche. Okay? Das geht mit den Pfarrern schon nicht, weil wegen dem Gewand. Okay? Unsere Pfarrer haben ja so ein langes Gewand und da kannst du keinen indischen Tempeltanz da umeinander machen. Das Gewand von unseren Pfarrern, das langt höchstens für einen Schirber. Okay? Und ehrlich gesagt, mit wem mag ein Pfarrer in der Kirche einen Schirber tanzen? Ja, gut, der Bischof Müller in Ringsburg vielleicht mit seinen Pfarrern. Aber sonst kannst du das auch vergessen. Okay, und dann halt, was die Sissi Perlinger auszeichnet, das ist nicht nur der Tanz und die Exotik und das Gewand, das sagst, das haben wir noch nie gesehen, das ist einzigartig, das ist wunderbar, was die, das ist der Gesang. Sie, wissen Sie das, die Perlinger, die hat studiert, fertig. Okay, als normaler Kabarettist macht man sowas nicht. Okay, ein normaler Kabarettist, der schreibt sich in die Uni ein, dann geht er in die Wirtschaft, sauft ein paar Halbe und wartet, bis ihn dann mit 1000 Promille irgendwann ohne Abschluss nachschmeißen. Nein, aber sie muss ja auch fertig studieren. Gell? Und dann ist es natürlich so, dass sie jetzt so singen kann wie kein anderer Mensch auf der Kabarettbühne. Gell? Die schafft 3,5 Oktaven. Verstehen Sie, eine Oktave, wissen Sie was, das ist eine Oktave, das geht von A bis A. Gell? Das ist am Klavier ein Meter. Die singt 3,5 Meter. Das kann ich jetzt einmal vormachen, das geht A, B, C, D, F, G, H. Okay, und dann, da denkst du oft, warum redet die jetzt nichts auf der Bühne, die Perlinger? Die singt, aber das hören nur mehr Hunde. Hey, was die Sissi Perlinger an Tanz und Kostüme, die zieht sie tausendmal um. Da braucht der Andrew Lloyd Webber, der braucht 5 Musicals, was die Sissi Perlinger alleine an einem Soloabend vollbringt. Sie, das ist Wahnsinn, was diese Frau macht. Die ist ja gar nicht mehr professionell. Das ist eine Zauberin, die kann, da hocken tausend Leute im Publikum und die machen, was die Perlinger will. Gell, die lachen, die weinen. Gell, aber die meinen nicht, weil sie sagen, scheiße, jetzt habe ich die U-Bahn verpasst. Die aus Rührung. Gell? Und das hätte ich jetzt auch gern, liebe Sissi. Du hast so viele Preise schon gekriegt, so viele Filme gemacht, so viele Programme. Jetzt hätte halt ich auch ganz gern, dass wenn du jetzt hochkommst und den Preis kriegst, dass du ein bisschen weinst, weil es dich so freust. Komm her. Musikpreis geht an Sissi Perlinger. Ich hab so einen Durst. Habt ihr den extra designt für mich? Na, der Wahnsinn. Tut mir so wahnsinnig leid, Sissi. Bühne frei für Sissi. Also ich möchte jetzt an dieser Stelle erstmals wirklich, weil ich noch nie die Gelegenheit dazu hatte, mich wirklich ganz von Herzen bei meinen Eltern bedanken, weil die durch ihre viele Liebe und ihren humorvollen, künstlerischen und überaus liberalen Lebensstil mir einfach ermöglicht haben, das zu werden, was ich heute bin, nämlich ein durch und durch glücklicher Mensch. Und ich möchte mich sehr gerne bedanken bei meiner wunderbaren Gabi, meine beste Freundin und rechte Hand. Seitdem sie in mein Leben getreten ist, ist alle Unbill von mir gewichen und ich habe wirklich Zeit, mich der kreativen Arbeit zu widmen. Und ich möchte mich bedanken bei meinem Lebenspartner Rasmus Legat, der mich einfach wunderbar glücklich macht und mir so hilft und mich so unterstützt. Und ich möchte mich natürlich bedanken bei den Menschen, die beschlossen haben, mir diesen Preis zu geben. Ich freue mich unbandig. So, vielen herzlichen Dank. Der Wahnsinn. Und jetzt mache ich einen kleinen Ausschnitt aus meinem derzeit laufenden Soloprogramm Singeldämmerung. Und da geht es natürlich, wie meistens bei den Frauen, jetzt in der Nummer zumindest um Liebe. Und weil ich aber eine sehr moderne Frau bin, möchte ich mich dem Thema mal etwas wissenschaftlicher annähern. Mann und Frau, meine Damen und Herren, sind von der Natur her ja die
diametral unterschiedlich veranlagt worden, damit sie als Symbiose gut zusammenpassen, um dem Nachwuchs optimale Überlebenschancen gewährleisten zu können. Ne? Damit sie sich jetzt aber nicht dauernd streiten, weil sie ja eben so wahnsinnig unterschiedlich sind. Nie können wir mal in Ruhe reden, nie kann ich mal meine Ruhe haben, schüttet der Körper am Anfang einer Beziehung ganz einfach eine heftige Dröhnung Hormone aus, um den anderen in rosarotem Licht erscheinen zu lassen. Du bist so toll, du bist so schön. Ich kenn's doch von mir. Kaum ist man in der Kiste gelandet und hat den ersten Schuss gesetzt bekommen, schon verschmilzt man zu einer Einheit, schwebt wie auf Wolke 7 und ich projiziere mir dann immer den Wolf. Mein Körper schüttet so viel Oxytocin aus, dass ich jedes Mal denke, wow, jetzt habe ich mir aber wirklich den genialsten Typen rausgelassen, den die Welt je gesehen hat. Frisch starke Kiffer und frisch Verliebte zeigen auch ganz ähnliche Symptome. Beide liegen den ganzen Tag im Bett und verschieben alles auf morgen. Ein weiteres Symptom, das sowohl die einen als auch die anderen aufweisen, beide werfen ihr Geld zum Fenster hinaus. Der Süchtige schlappt täglich zu seinem Dealer. Ey, Alter, hast du noch Stoff? Ich brauche dringend was. Ich rase permanent in die Parfümerie Douglas. Guten Tag, ich hätte gern dieses, jenes, das, das und das. Wird nämlich ein frisch verliebtes Weibchen von einem Männchen umworben, hortet es sofort panisch. Antifaltencremes, Hornhaut, Abrubbelgeräte und Enthaarungsmaschinen. Nun, eine weitere Parallele zwischen Langzeitverliebten und Drogenabhängigen. Beide sind irgendwann einmal für vernünftige Argumente überhaupt nicht mehr zugänglich. Zum Beispiel weiß heutzutage jedes Kind, dass jede zweite Ehe nach circa 5 Jahren ungefähr wieder geschieden wird. Der Rest bleibt eigentlich nur zusammen, weil sie ein ernsthaftes Gespräch vermeiden wollen. Nun, viele sind auch einfach so anständig und wollen mit der Scheidung lieber warten, bis die Kinder tot sind. Trotzdem treten täglich lauter völlig hormonzugedröhnte Menschen vor den Traualtar. Und warum meinen Sie, veranstalten Freunde und Verwandte da ein Hupkonzert? Hupen ist ein klassisches Warngeräusch. Ja, das heißt natürlich in Wirklichkeit nichts anderes wie tut, 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 tut es nicht. Nun, wir fassen also zusammen, Liebe ist also vom wissenschaftlichen Standpunkt her gesehen nichts weiter als eine von der Natur sehr geschickt designte Einstiegsdroge, ein Hormoncocktail, der allerdings leider nur so lange ausgeschüttet wird, bis der Nachwuchs aus dem Gröbsten raus ist. Dann ist es evolutionsgeschichtlich einfach geschickter gewesen, wenn andere genetische Kombinationen ums Überleben ihrer Nachkommen konkurriert haben und deswegen sind die meisten ja eben auch nach 5 Jahren kein Paar mehr, sondern eine verkehrsberuhigte Zone. Nun, damals, als ich von meinem Freund verlassen wurde, war ich sozusagen ein Beziehungs-Junkie auf kaltem Entzug. Besonders tröstlich ist dann in so einer Situation natürlich, wenn man von den Freundinnen so Sätze hört wie, oh, 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 Frau in deinem Alter, jetzt nochmal einen neuen Typen an den Start bringen. Das ist ungefähr so, als würdest du dich mit einem brennenden Zirkusreifen vor einen überfahrenen Hund stellen und sagen, hopp, spring. Nun, ich habe mich dann sozusagen in die philosophische Einsiedelei zurückgezogen und habe begonnen, Luftgitarre zu spielen. Wissen Sie, warum ich dieses Instrument gewählt habe? Weil man da die Titten noch so schön sehen kann. Ich finde das sehr nett, dass jetzt im Instrumentenbau auch ein bisschen mehr Rücksicht genommen wird auf weibliche Belange. Übrigens, die Dinger hier sind natürlich nicht echt, ja. Ich habe eins von diesen tierisch modernen Mikrofonen und die Sender hierfür, die gibt's jetzt auch in rund. Bin zwar blond, aber nicht blöd, habe ich mir natürlich gleich 2 bestellt. Doppelt gemoppelt klingt einfach besser. Aber gut, ich muss sagen, wenn man in einer tiefen Krise steckt, Gitarre spielen war für mich die beste Medizin. Es geht dir nicht gut, du übst eine Stunde, geht's dir besser. Man ist dann auch weg von der Straße. Okay, am Anfang klingt es natürlich schon ziemlich arm, aber hey, in 10 Jahren, da spiele ich alle meine Entchen wie eine gesenkte Sau. Das Leben ist wie eine Melodie, ein Hin und Her, ein Auf und Ab, ein Potpourri. Nimm's als Spiel, dann bleibt es elegant. Gib dem Taktstock niemals.
scheiße, klingt es auch auf diese Weise. Yeah, then you get the blues. Yeah. Der miesesten Situation wenigstens immer noch einen Song machen kann. Ich bin wie eine Gitarre, die in der Ecke lebt und sich so. In die Hand. Wieso bin ich denn für niemand interessant? Ja, 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 ja. Niemand spielt mit mir, weil ich nicht in Stimmung. Nur verstimmt, weil keiner auf mir spielt. Niemand spielt auf mir, weil ich nicht in Stimmung bin. Oh. Dabei bin ich nur verstimmt, weil keiner auf mir spielt. Man müsste rhythmisch auf mir schrubben, schon würd ich mich entpuppen, ihn auf meinen besten Seiten. Durch hoch und tief begleit ich, sehne mich nach einem Mann, der mir so dann und wann mit seinen Fingern einen schönen Klang entlocken kann. Er soll in meinen Kurven liegen, mich in seinen Armen wiegen, sich an meinen Korpus schmiegen, bis wir zwei die Kurve kriegen. Ich will doch nur hinauf zum Hohen. Da. Niemand spielt auf mir, weil ich nicht in Stimmung bin. Dabei bin ich nur verstimmt, weil keiner auf mir spielt. Ich bin doch wirklich sehr gut gebaut, nur ein bisschen verstaubt. Wer die Seite ersetzt, die fehlt und die bewölkt. Einen Stimmungsgarant in der Hand. Ich bin glänzend, werd ich poliert, mit nem Tonabnehmer elektrisiert. Nimm mich, stimm mich auf dich ein. Lass mich bitte nicht allein. Nimm mich und stimm mich auf dich ein. Stimmlich, übersinnlich sein, im Lagerfeuerschein. Holy! Meine Damen und Herren, die wunderbare, unvergleichliche Sissi Perlinger, meine Damen und Herren. Ja, meine lieben Zuschauer, meine Damen und Herren hier in der Reithalle, ich wollte Ihnen an dieser Stelle unseren wunderbaren Bandleader mal ein bisschen näher vorstellen. Ja, gerne, einen Applaus. Dankeschön. Monika, aber ich finde, es ist jetzt einmal Zeit, dass du selber mal was singst. Ich? Singen? Das letzte Mal, als ich gesungen habe, das war vor dem Nikolaus, ich war auf dem Xylophon gespielt und dann haben sie ins Krankenhaus gebracht. Was?
Hast du falsch gesungen oder was? Nein, weil er so Psufer war, aber das ist ein anderes Thema. Ach komm, nimm irgendwas Einfaches. Nimmst zum Beispiel Tall and thin and sweet and lovely. The girl from Ipanema goes walking. Nein, Ipanema geht nicht. Ich komme nicht aus Ipanema, ich komme aus Tittenkofen. Das geht nicht. Und der Bayer kann an sich, der kann keinen Jazz. Glaub mir das. Das glaube ich nicht. Jeder Bayer steht einfach vor, du gehst in so eine Bar rein. Da haben wir es beim Jazz, gehst du in eine Bar, der Bayer geht an den Stammtisch. Ha? Beim Jazz geht es immer um Liebe, Leidenschaft und Tragödie und in Bayern immer nur ans Essen und ans Trinken. Ja, aber ich finde, das ein richtiger Vollrausch, das ist doch auch eine Tragödie, oder nicht? Ja. Oder wenn beim Bieseln die Knöpfe von der Lederhose nicht aufgingen. Ach. Jetzt pass auf, jetzt stellst du einfach Folgendes vor. Abendstimmung, die Sonne geht unter, du bist auf einem Bauernhof und die Kirchenglocken läuten ein bisschen. Und du gehst einfach in den Stall rein zu deiner Lieblingskur und dann flüsterst du dir ins Ohr. Nacht und Tag, denk ich an dich. So eine Kur, wie die gibt's nimmer. Ziehst alle in deinen Bann. Das größte Alter vom Ort, ich lass dich aus meinem Stall nie mehr fort. Ich denk an dich Nacht und Tag. Ja, das ist ein... Geht doch. Also, nein. Ach, nicht stolz. Also geh weiter. Schau, so richtig lasziv war doch jetzt auch nicht. Also mein Kurstein und so. Jazz ist doch mehr eine Hochkultur. Das kann ich nicht bestätigen. Ich finde, Jazz ist total urbayerisch. Der kommt doch von den Schwarzen. Ja, von den Sklaven. Ja, meine Sklaven sind wir auch. Ob ich jetzt irgendwie Baumwoll, Oberfiesel oder einen Hopfen zupft, das ist doch auch schon wurscht. Das ist ein Zwiefacher. Fahr in die Stadt, wo's im P1 Gaudi hat, wo's auch im Sommer so schön schneit, mit so einer schönen Nacht wie heut. Aber ich finde, auf Englisch klingt einfach irgendwie. Ja, sie dürfen auch ruhig Platz, sie sind sehr tolerant. Ja, aber es, im Englischen klingt es irgendwie schön und viele Sachen kannst du aus dem Englischen gar nicht übersetzen. Wie zum Beispiel, ja, Chill-Out-Lounge, Jagerstüberl. Ja, oder Blind Date. Finstern. Ja, aber so die großen Jazzklassiker, What a Wonderful World von Louis B. Armstrong, vom Satchmo. Der Satchmo, ja, Satchmo, da ist doch dein Mo, ist doch bayerisch. Geht alles. Du machst aus allem was Bayerisches. Warte mal, ich probiere mal was. Ich schau in den Himmel, halt mir das weiß aus. Und blau. Auf der A9, da ist ein Stau. Ich seh die Rauten von Wien und die Urlauber stehen. Und ich steh da und denk, so ist die polnische Welt. CSU bei 40%. Der Transrapid wird jetzt verschenkt. Manche ist das Rauchverbot sehr zwider. Drum wollen sie'n Stäuber, eh die wieder. Und ich steh da und denk, so ist die bayerische. Jetzt komme ich nicht mehr auf. Ich hab's doch an der Bandscheibe. Oh, vielen Dank. Das soll ich solche Sachen nicht machen. Aber ich hab das mal gesehen bei die lustigen Bäckerbuben, oder wie der Film geheißen hat. Der Pfeiffer Monika. Ja, irgendwie so. Es ist alles verrutscht. So, wir kommen
wir kommen zum Hauptpreis. Und für den Hauptpreis braucht man natürlich einen würdigen Laudator. Haben es beim BR gesagt. Bayerischer Rundfunk hat gesagt, wir brauchen einen würdigen Laudator. Habe ich gesagt, würdig, was wollt ihr? Ein Kardinal, ein Bundespräsidenten, ein Bankdirektor. Aber wir haben einen gefunden und der ist natürlich genau das Gegenteil. Also weder milde noch altersweise, dafür aber ganz ohne kriminelle Energie. Aus dem Niemandsland zwischen Franken und Hessen. Er ist der schnellste Pointenschreiber im politischen Kabarett und er ist auch Erfinder. Denn wenn es im Fernsehen keine Sendung gibt, die ihm gerecht wird, erfindet er eben eine. Und weil dort lauter Irre umeinander laufen, heißt das seine Anstalt. Der Jahresrückblick beim Bayerischen Fernsehen ist Kult und er heißt Tilt und schaut genauso aus wie seine Frisur. Und ja, klar, wenn man 100 gefühlte Auftritte im Monat hat, hat man natürlich nicht mehr Zeit, zum Friseur zu gehen. Hier kommt ein lieber Kollege, der genau weiß, wie sich dieser Preis anfühlt, denn er hat ihn 2003 selber bekommen. Bühne frei, schön, dass du da bist, Urban Priol. Dankeschön, vielen Dank, vielen Dank, liebe Monika. Das ist, ich muss ihr, da hat sie schon recht, so Laudatio muss immer einen Rahmen haben, aus dem man fallen kann. Von daher bin ich schon sehr froh, dass unser Bundespräsidentenversuch heute Abend nicht anwesend ist. Man kennt ja dieses alte Spiel, welcher Begriff passt nicht in diese Reihe. Und es hat sie sehr schön verknüpft, würdig und Horst Köhler. Aber keine Angst, auf all diese Politnasen will ich heute Abend nicht groß eingehen. Ich darf einen geschätzten Kollegen laudieren. Naja, gut, eins muss ich doch noch. Ich war gerade draußen und da steht Erwin Huber im Eck, ganz einsam, gutes Gefühl, kennt er, winkt mich so zu sich ran, sagt von wegen, ja, die Preisgelder und die Gagen heute Abend werden verdoppelt und die Zuschauer kriegen den Eintritt vom ersten Kilometer an zurückerstattet. Hätte zwar überhaupt keine Ahnung, woher das Geld kommen soll, aber egal, ihr wählt uns dann aber schon im September, gell? Aber ich soll ja würdigen. Der 10. Bayerische Kabarettpreis, meine Damen und Herren, in der Summe haben all die Jahre ja dazu geführt, dass die CSU heute da steht, wo sie steht. Ist toll, oder? Wie sich die Politlandschaft verändert hat in Bayern. Ich meine, ich kriege das ja ganz besonders mit, weil ich bin ja, man hört es ja vielleicht an meinem Dialekt von ein bisschen weiter weg, hat die Monika schon gesagt, Aschaffenburg, also Aschebesch, so bayerisch-hessisches Grenzland. Also ich bin an der Schnittstelle des Irrsinns. Wir haben so knapp 10 Kilometer bis nach Hessen und früher, da war das für uns immer so eine Art Fluchtpunkt Nebraska. Wir haben immer gewusst, wenn es in Bayern mal ganz finster werden sollte, als noch solche Gestalten an der Macht waren wie ich, na dann haben wir gesagt, komm, zack, nüber und wir sind in Sicherheit. Nachdem Roland Koch dann anfing, aus Nebraska Alcatraz zu machen, war das vorbei. Seitdem haben wir die Gegenbewegung. Ehrlich, immer öfter tauchen Bembelschlepper bei uns an der Grenze auf. Ne? Und so, sagte mal, ihr habt da jetzt zwei so ganz bekloppte Tandemkomiker an der Spitze. Dürfen wir bei euch mal ein bisschen Asyl beantragen? Wir wollen wieder mal lachen. Nein, Entschuldigung, jetzt bin ich abgeschwiffen. Ich soll ja laudieren. Und so zeichnen wir heute einen Mann aus. Aber was ich einfach nicht verstehe, ist, wie schnell das ging mit dem Niedergang. Na, bis vor kurzem war immer klar, vor einer Wahl in Bayern, da kannst du einen Besenstiel hinstellen oder eine Mülltonne, die CSU kriegt trotzdem 60% plus X. Und dann sind ein paar ganz Schlaue auf die Idee gekommen und haben Besenstiel und Mülltonne durch Beckstein und Huber ersetzt. Seitdem triumphiert im Hintergrund nur noch einer. Ja, ich habe das kommen sehen. Mein Rückzug war der Anfang vom Ende. Er muss halt ab und zu was sagen, das sind so Phantomschmerzen. Mir tut seine Frau so leid, die arme Karin. Abend für Abend sitzt sie neben ihm auf dem Sofa und muss sich das anhören. Doch, schau, Muschi. Hast du's gehört? Was habe ich dir immer gesagt? Ja, Edmund ist gut. Ich war einmal in der Woche, hat sie Ruhe, wenn er in Brüssel die Bürokratie abbaut. Er, der wandelnde Aktenordner. Für mich ist da am spannendsten immer noch die Beantwortung der Frage, wer übersetzt hat seine freien Reden. Eine wörtliche Übersetzung zu viel und der Putin drückt auf den roten Knopf. Aber ich soll ja... Aber ich bin nicht geschwiffen.
Ja. Ja. Aber ich darf ja heute Abend, und das ist mir auch eine besondere Ehre, das aber mal ganz ehrlich. Wenn mir vor ein paar Monaten jemand gesagt hätte, dass wir uns nach den rhetorischen Fähigkeiten eines Edmund Stoiber noch mal zurücksehnen werden, ich hätte ihn sofort einweisen lassen, egal wohin. Nee, mein, es war am Anfang klar, Stoiber hinterlässt eine Lücke, die ist so klein, da passt keiner mehr durch. Der Huber hat's geschafft. Der große Staatsratsvorsitzende, Härtetest ist er ja immer der politische Aschermittwoch in Passau, wenn sich die Elite des Landes im weiten Rund versammelt. Was ist denn jetzt? Ist schon halb zehn, ich hab schon meine dritte Maßnahme. Jetzt muss ich erst einmal unter den Tisch brunzen. Was man halt mal so macht als Elite, ne? Und dann war, immer war klar, Defiliermarsch, Stoiber auf die Bühne, egal was er gesagt hat. Es wird höchste Zeit, meine Damen und Herren, dass im Kanzleramt in Berlin wieder das Kreuz hängt. Ja, super, Edi! Aber wen nageln wir drauf? Na, und seit diesem Jahr, seit Jimmy, seit diesem Jahr kommt Erwin Huber. Werden wir es nicht zulassen, dass der Sozialismus in der Maske des Biedermanns Beck all das zerstört, was wir erreicht haben? Prost. Mal ehrlich. Mal ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, unter Scharping geht nichts mehr. Doch, geht. Mein Name ist Erwin Huber, mir kann man unterm Reden die Zähne plombieren. Na, aber jetzt bin ich, jetzt ist aus. Nein, ist gut. Jetzt bin ich schon wieder abgeschwiffen. Ich soll doch heute Abend, und es freut mich wirklich außerordentlich, heute einen Künstler auszeichnen zu dürfen, der auch als Kollege und Partner schon seit Jahren, ich erinnere mich gern an unsere erste Zusammenarbeit vor 246 SPD-Rentnern beim bunten Abend an Bord der MS Dalmatia, unweit der Normandie. Es sind jetzt 3:30 vergangen. Sie haben für die Laudatio 5 Minuten gehabt. Was wollen Sie denn jetzt machen? Jetzt haben Sie sich verplappert. Jetzt wollen Sie noch vom Kreuzfahrtschiff erzählen. Sind Sie imstande, in 1:30 jetzt eine straff strukturierte Laudatio auf mich zu absolvieren? Ja oder nein? Ja, ich wollte doch gerade anfangen damit. Da war aber noch nicht mal im Ansatz, was davon zu bemerken. Also, können Sie nicht wenigstens einmal, wenigstens heute Abend, müssen Sie immer dazwischenfunken, können Sie die Leute nicht einfach mal in Ruhe ausreden lassen? Wo das hinführt, wenn man an solchen Abenden, ja, alle Beteiligten zu Ende kommen lässt, das haben wir doch heute Abend schon erlebt. Hätten es wohl gerne etwas würdiger gehabt, ja? So für Sie, extra für etwas fürs Feuilleton. Feuilleton? Glauben Sie denn, dass Feuilleton kommt an einem solchen Abend? Natürlich. Werner Schneider ist da. Ach so. Ach, richtig. Ja, Werner Schneider ist da. Wie schön. Und ich? Ich bin dann in Ihren Augen wahrscheinlich eher der Mann fürs Grobe, ja? Naja, so fürs Florett waren Sie nie berühmt. Wüsste auch gar nicht, wie Sie es halten wollen. Das genügt. Vielen Dank. Ich verzichte darauf. Ich halte die Laudatio selber. Sie können gehen. Nein. Niemand sagt hier dem Laudator, wann er zu gehen hat und wann nicht. Und Sie schon gar nicht. Herr Priol. Aber vielleicht ich. Ach so, ja. Naja, das ist natürlich was anderes. Ja, dann meinetwegen so. Hauptsache überhaupt. Wir sehen uns aber dann schon noch beim Aftershow-Ding da. Oh mein Gott. Ja. Ich dachte früher immer, Sie hätten Probleme mit der Schilddrüse. Scheint ein anderes Organ zu sein. Ach so, Musik hat er noch keine gehabt. Sie werden auch noch Einsatz bezahlt, oder? Geben Sie einen Tusch. Reicht das oder auch noch Applaus? Hätte ich mir gedacht. Ich weiß nicht genau, wofür.
Nicht? Ich habe das als Frage in den Raum gestellt und Sie haben brav in die Hände gepatscht. Nicht? Haben Sie irgendwas Laudatio-ähnliches gehört? Normalerweise darf man sich den Laudator aussuchen. Da kann man erwarten, dass, sagen wir mal, und wenn es noch das letzte Gesülze ist, irgendwas kann man noch absondern. Zauberer, nicht die Zauberin. Da kommt gerade Frau Perlinger angeschlichen, nicht wahr? Die Zauberin, dieses bayerische Original oder was Sie da aufgetrieben haben, der hat Zauberin zu ihr gesagt. Hätten Sie mir doch auch mal Zauberer sagen können. Ich weiß nicht wofür, aber lassen Sie sich was einfallen. Oh Gott, nochmal. Ich hatte doch Stichworte gegeben. Nicht? Dass man die Möglichkeit gibt, dass man sagt, der heute zu preisende, ausgelobte, der widerlegt den Spruch, man darf die Hand nicht beißen, die einen füttert. Natürlich kann man das, mit Inbrunst. Zuschauer mögen das, nicht? Herr Ude ist da, der Intendant ist da, nicht? Honoration genug. Nee, gut, dann, wenn Herr Gottlieb da wäre, dann könnte man sagen, solange Sie noch da sind, hat sich das Fernsehen nicht wirklich erneuert. Nicht? Irgendwie sowas. Nicht? Aber das macht natürlich nur. Aber dazu muss man, das sehen Sie, dazu muss man aber eine Rampe haben, von der aus man starten kann. Die haben sie nur nicht geboten. Man hätte zum Beispiel auch sagen können, dass es Kabarettisten gibt, die auf keine Belachungsdichte angewiesen sind. Nicht? Das hätte man auch sagen können. Tabori habe ich angeboten. Eben für den Fall, dass das Feuilleton da ist und nicht nur für Herrn Schneider. Georges Tabori mit dem wunderbaren Satz, der ist doch nicht so schwer zu lernen. Im Kern eines guten Witzes steckt immer eine menschliche Katastrophe. Da könnte ich keine Belachungsdichte hinterher. Aber es hat sich gelohnt, ihn zu sagen. Da kann man sagen, und dieser Mann hat eben Verzicht auf Belachungsdichte diesen Satz ernst genommen. Das geht doch alles. Oder man sagt, ein guter Preisträger an einem solchen Abend ist einer, der dem Kabarett zurückgibt, was ihm die Comedy gestohlen hat, brennende Relevanz. Nicht, das ist doch gar nicht so schwierig. Ja, aber dann diese billige Nummer. Und dann so ein billiger Seitenhieb mit dem Florett. Nicht, das ist ja nun aller, selbst unter Ihrem Niveau, Herr Prior. Nicht. Von wegen kein Florett. Ich hatte angeboten, dass man als Überleitung zwischen meiner Laudatio und mir darauf verweist, dass ich zum Beispiel in meiner Kritik gegen die Unterhaltungsmaschinerie, die ja gerade von diesem Fernsehen bedient wird, in dem Sie, wir gerade arbeiten, dass ich da Sand gestreut habe. Dieser wunderbare Satz, der aus meiner Sicht zweifellos ein Höhepunkt meiner Karriere ist, aber es ist doch sinnlos, wenn ich es sage. Nicht? Der Laudator müsste sagen, einer dieser Sätze bleibt vielleicht über den Preisträger hinaus, da hätte ich einhaken können. Nicht? Dann hätte ich sagen können, ja, und da wäre ich auf die Bühne gekommen, das war doch alles schon, ich habe doch mit Regieanweisung gesagt an dieser Stelle, diesen Satz sagt er aber lieber selber, nicht? Und dann wäre ich gekommen und hätte gesagt, ja, ich sage diesen Satz gerne nochmal, nicht? In Deutschland wird die Politik hinter verschlossenen Türen gemacht, da werden die Fäden gezogen, an denen die Berliner Hampelmänner hängen, die dann in den öffentlich-rechtlichen Bedürfnisanstalten bei den Klofrauen wie Christiansen und Illner ihre Notdurft verrichten und wenn sie verrichten ihre Notdurft noch nachtröffelt, dann können sie sich immer noch bei Beckmann und Kerner an der emotionalen Pissrinne und das Volk mischen. Hätte ich sagen können. Ja, hören Sie, es ist nicht alles möglich. Kann es ist möglich. Nicht aber solche Sachen funktionieren natürlich nur richtig, wenn man eine Vorlage bekommt. Dann kann man sagen, es muss nicht immer lustig sein. Wie lange muss man denn warten in Deutschland, dass die Unterhaltungsmaschinerie einmal kurz innehält? Wir können doch nicht warten, bis wir auch den 11. September haben. Das war angenehm damals, dass die Unterhaltungsindustrie, dass die Lachmaschine mal zwei Wochen die Klappe gehalten hat. Aber man kann doch nicht einmal im Jahr einen Wolkenkratzer einäschen, dass man nur noch ein paar Wochen lang Ruhe hat vor diesem Schwachsinn. Das geht ja nun auch nicht. Kann man auch mal sagen. Nicht? Ist da eine blöde Stimmung im Publikum? Dann muss man sie wieder rausholen. Nicht? Über das Alter sprechen. Warum nicht? Hier in dieser Stadt in München lebt ein Mann, Herr Fussek, der sich dem Kampf gegen jämmerliches zugrunde gehen im Alter verschrien. Da kann man doch mal eine lustige Nummer einbauen. Er hat gerade ein Buch rausgebracht, in den Fängen der Pflegemafia. Da wird ein Grundrecht des alten Menschen gefordert. Wenn man das hört, merkt man es, wie jämmerlich es den alten Menschen geht, nicht wahr? Ein Grundrecht darauf, dass ein alter Mensch nur in dem Tempo Essen zu sich nehmen muss, wie er gerne essen möchte. Können Sie sich vorstellen, wie kläglich auch Ihr Ende sein muss? Und die Mehrzahl der Kabarettzuschauer ist ja nicht wirklich weit davon entfernt, nicht wahr? Wie kläglich Ihr Ende ist, wenn Sie das als Recht einfordern müssen, ich möchte nicht schneller essen,
tanzen müssen am Ende meines Lebens, als ich gerade kann. Das ist die Realität. Wobei natürlich Problem, nicht nein, nicht kein bekennenden Applaus. Nicht, an der Stelle nicht treten aber natürlich Probleme auf. Die Familie kann das ja missbrauchen. Er sagt, Opa will gar nicht mehr essen. Was ist, wenn er gar nicht mehr will? Nicht? Auf Kinder hast du doch keinen Verlass. Wenn sie dreimal im Sommer husten, da blättern die schon im Adressbuch. Da springen sie ihnen heim, da gibt es viermal die Woche Eierspeisen. Da will ein Opa gar nicht mehr essen und sagen, jetzt ist es bei Opa aber soweit. Gerade Eierspeisen. In manchen Altersheimen gibt es dreimal die Woche Eierspeisen, am Wochenende Tiramisu, da wird die Salmonella als Waffe benutzt. Nicht? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Nicht? Aber ungeklärte Todesfälle. In Sachsen gab es vor anderthalb Jahren einen mysteriösen Unfall, an dem sechs Rentner im Heim jämmerlich eingegangen sind. Kein Mensch hat bis heute geklärt, warum. Opa will ich mehr essen. Ich habe mal erlebt, dass ein Mensch ernsthaft gesagt hat, wir sollten es bei uns machen wie der Eskimo. Der macht so richtig. Wenn da der Opa nicht mehr beißen kann, wird er auf den Schlitten gesetzt und eine kleine Ausfahrt gemacht. Das ist aber falsch. Der Eskimo setzt den Opa erst auf den Schlitten, wenn nichts mehr zu beißen da ist. Und das ist ein Unterschied. Für mich auf jeden Fall. Solange hier noch zu knabbern ist, da knabber ich mit, da können Sie sicher sein. Und wenn ich mir für Ihresgleichen extra nochmal frisch die Zähne machen lasse. Diese Art und Weise, wie in diesem Land, nicht da, mit den Leuten gegangen wird. Und wenn man dann am Ende steht, dann kann ich nur jedem wünschen, dass er auch die Kraft hat zu sagen, bevor ich in die Hände Fremder falle, sollte man es selber verrichten. Wobei ich der beliebtesten Todesart Deutschlands, kann ich Ihnen hier nur dringend abraten, versuchen sich nicht zu erschießen. Von 10 Leuten, die sie versuchen zu erschießen, leben 8 weiter, sind blind und haben eine Riesensauerei gemacht. Kann ich Ihnen sehr abraten. Kläglicher ist es natürlich, auf dem Bahnhofsparkplatz von Zürich sich eine Tüte über den Kopf stülpen und bei Dignitas vorher melden, aber preisgünstig. Dignitas hat übrigens die Methode umgestellt. Sie machen es jetzt mit einer Plastiktüte voll Helium. Das ist geschmacksfrei, nicht geschmacklos, wäre ein kleines Wortspiel. Ist es aber eher für die Hinterbliebenen. Für denjenigen, der es nimmt, kann es eher egal sein. Nicht? Ich muss Ihnen persönlich sagen, ich möchte an einem bestimmten Tag mit Würde dieses Land verlassen. Und zwar an dem Tag, an dem ich mit der Gesellschaft ernsthaft quitt bin. Und diesen Tag gibt es. Wissen Sie wann? Schreiben Sie Ihrem Versicherungsältesten einen Brief. Fordern Sie, er soll Ihnen ausrechnen, wenn Sie alles aufgegessen haben, was Sie in die Rentenversicherung eingezahlt haben und was sich verzinst hat. An diesem Tag sind Sie quitt. Leben Sie länger, nehmen Sie von einer Gesellschaft Geld an, die Sie zutiefst verachten. Sterben Sie früher, bleibt von Ihnen Geld übrig, die machen nur Dreck damit. Ich meine, an diesem einen Tag könnten Sie erhobenen Hauptes per Saldo quitt sein. Ich würde mich ordnungsgemäß beim Einwohnermeldeamt abmelden, würde vielleicht noch einen milden Redakteur einer Lokalzeitung finden, der sich was hat zu Schulden kommen lassen, der solche Sachen aufnehmen muss. Ich würde ihm sagen, hören Sie zu, notieren Sie folgenden Satz. Die Menschen benehmen sich gerade auch im Fernsehen, als ob nach uns die Sintflut kommt. Aber nach uns kommt keine Sintflut. Wir sind die Sintflut. Und dazu lassen Sie mich noch einen klaren Satz Ihnen ins Stammbuch schreiben, meine Damen und Herren. Einen deutlichen Satz, den Sie mit nach... Warum senden Sie eigentlich immer so Satz wieder? Die Welt ist so. Wenn eine Frau so sein oder so wäre, wissen Sie, was man da sagen würde? Die kehrt immer wieder gescheit. Für diesen Fall hätte ich ein Buch für Sie hinten. Ja, Charlotte Roach, Feuchtgebiete. Aber das wird bei Ihnen nicht mehr viel nützen. Sie sind ja schon so vertrocknet und verkümmert wie Ihr Dings da, Urban, wie sagst du immer? Überhangmandat. Überhangmandat. Jetzt ja auch, genau. Noch Helfer, ja. Noch so ist es. Bauen. Schingel. Also ein. Rauskommen und wollte dich, Martin, ganz nett ansagen. Mach's, wirklich? Mega, mach's. Soll ich's machen? Mach's. Ja, aber er ist ja noch gar nicht zum Zug gekommen mit seiner Band, weil immer irgendein Quamper die Moderatorin auf dem Flügel umeinander flackt. Und sie sind ja nicht, unsere Musiker, nicht nur eine wunderbare Begleitband, nein, jeder für sich wunderbare Solisten, das haben sie ja heute noch gar nicht zeigen können. Ja, deshalb jetzt Bühne frei für unseren bayerischen Tastenhengst Martin Schmidt und seine Martinshörner. Bitteschön. Danke dir, Wolle. Im nächsten Stück geht's um einen Musiker, den Sie alle kennen. Es geht um mich. Werner ist gebildet und als Mensch bekannt. Georg wird als
Händler langsam anerkannt. Matthias wird im Wort zum Sonntag durchaus elegant. Und Sissi wird im ganzen Land gern frech und schrill genannt. Doch es bricht sich um und es kriegt jeder mit. Jetzt ist da ein Neuer, der ist wie Dynamit. Er stellt alles in den Schatten, mit ihm hält keiner Schritt. Dieser Mann hat Feuer, dieser Mann heißt Schmidt. Er spielt Klavier und Tuba und ist recht tanzgewandt. Er singt dazu wie Monika den Blues ganz abverwandt. Sein Charme sprüht stärker als ein offener Hydrant. Er ist mit einem Wort ein Teufelsmusikant. Ja, es bricht sich um und es kriegt jeder mit. Jetzt ist ein Neuer, der ist wie Dynamit. Er stellt alles in den Schatten, mit ihm hält keiner Schritt. Dieser Mann hat Feuer, dieser Mann heißt Schmidt. Ladies and gentlemen, this is actually a schnipper-long song, so everybody's schnipping his fingers. Express yourselves. Spielt, dann gibt's nen Volksauflauf und auch alle Tastenhengste horchen plötzlich auf. Richard Götz und Justus stockt bereits das Blut. Da quält sie mächtig, denn er ist halt leider gut. Ja, es bricht sich um und es kriegt jeder mit. Jetzt ist da ein Neuer, der ist wie Dynamit. Er stellt alles in den Schatten, mit ihm hält keiner Schiff. Dieser Mann hat Feuer, dieser Mann heißt Schmidt. Urban Ottfried von Sieklaus und Philipp wird bald klar. Der da mit der dicken Nase ist der neue Star. Sie sind tierisch neidisch auf sein tolles Charisma. Und aber das ist ganz genau, sowas war noch niemals da. Ja, es spricht sich um und es kriegt jeder mit. Jetzt ist ein Neuer, der ist wie Dynamit. Er stellt alles in den Schatten, mit ihm hält keiner Schritt. Dieser Mann hat Feuer, dieser Mann heißt. Wenn du in Bayern Kabarett machst, musst du natürlich Dialekt sprechen. Und das ist ja auch schön, weil man kann so reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist und die Leute sagen, mei, schau, das ist einer von uns. Aber es gibt halt in Bayern schon so viele verschiedene Dialekte. Es ist der Wahnsinn. Heute reden sie schon in Ober, wo sie einen Zipfi haben, anders als in Unter, wo sie einen Zipfi haben. Und da gibt es noch Franken, Schwaben, Niederbayern, alles unterteilt in Ober, Unter, Mittel und überall sprechen sie einen anderen Dialekt und manchmal verstehst du gar nichts mehr. Und dann fragst du dich ja, sind wir schon in Kongo, könnte aber auch die Oberpfalz sein. Aber manchmal habe ich festgestellt, man muss gar nicht verstanden werden. Wenn du zum Beispiel in Südbaden auf der Bühne stehst und sagst, du dahergelaufen von der Millipritscher, du Ohrreidiger, dann versteht es keiner, aber alle lachen. Und das ist das Geheimnis vom Kabarett. Man redet und wird verstanden, obwohl niemand was versteht. Das probiere ich jetzt gleich einmal. Was? Du Unzipruf, die Zirn, zack, jetzt wieder haben, ist ja der aller Hagelschädel, ich quetsche nur, wie Obergeschraub, habe die Oberschraub, der Markus Söder. Versteht jeder? Ha? Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zum Ehrenpreis. Das ist natürlich die schwierigste Kategorie überhaupt, denn du bringst ja den Preis fast nicht los. Wenn du beim Kabarettisten anrufst und ihm sagst, dass er den Ehrenpreis kriegt, sagt er, um Gottes Willen, der Ehrenpreis ist der Oscar für Todi und ich lebe noch. Ja, und ich habe noch so viel vor. Gibt's ihn am Karl Valentin? Ah, der ist ja schon tot. Gibt's ihn der Ida Schumacher? Ah, auch schon tot. Gibt's ihn Marianne und Michael?
gut, die leben noch, aber machen halt kein Kabarett, höchstens unfreiwillig. Ja, also der Ehrenpreisträger, das muss halt schon jemand sein, der noch lebt, aber der halt schon so viel gemacht hat wie kein anderer. Einer, der so viel Klasse hat, dass er künstlerisch für viele ein Vorbild ist. Also schon einer, der gescheit was hermacht. Und der Laudator muss natürlich einer sein, der genau das alles weiß. Und er muss natürlich auch noch leben, weil sonst war es ja Schmarrn. Und den haben wir gefunden. Vielen Kabarettisten, die inzwischen mit Preisen überhäuft werden, hat er mit seiner Sendung auf die Sprünge geholfen. Nach vielen Rollen im Fernsehen als Kommissar, als Pfarrer und in diversen anderen Rollen kehrt er auf die Kabarettbühne zurück. Denn diesen Sommer hat er Premiere mit seinem neuen Soloprogramm. Und dann kann er sich ja gleich selber an seinen eigenen Stammtisch im Schlachthof einladen. Für uns alle ist eine Einladung an seinem Stammtisch immer eine große Ehre, aber vor allem auch eine Riesengaudi. Und hier kommt er, Mr. Schlachthof himself, Ottfried Fischer. So, mein lieber Werner Schneider. Lieber Werner, es war 1979, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ihr habt euer Stück gespielt, du und der Dieter Hildebrand, keine Fragen mehr. Das war dieses tolle Programm, wo diese wunderbare Nummer drin ist. Schlafen Sie gut, Herr Tucholsky, die Kabarettfans vielleicht kennen. Und wir haben euch besucht. Wir waren damals die Machtschattengewächse, ein junges Ensemble in München. Und wir haben natürlich dann noch gestritten wie die Bürstenbinder. Ihr wart die für uns angepassten Altkabarettisten, wir waren die jungen Wilden, wir haben das Kabarett neu erfunden. Und es war eine heftige Auseinandersetzung zwischen Alt und Jung damals. Aber rammelvoll die Lach und Schiss, das hat uns, ist uns aufgefallen. Und es hat keine Woche gedauert. Da bist du bei uns im Hinterhoftheater gesessen, in der Gabelsberger Straße, hast einen Tisch für dich alleine gehabt. Hast deine Präsenz für uns in Platin gefasst mit den Worten: Ich bitte zu würdigen, dass ich mal an meinem freien Tag für die Machtschattengewächse ein Fußball-Länderspiel nicht anschaue. Wir waren sehr, sehr stolz damals und haben vor unseren 25 Zuschauern gespielt wie vor einer vollbesetzten Carnegie Hall. Jetzt, 30 Jahre später, darf ich dir die Laudatio halten zu deinem Ehrenpreis und da bin ich sehr stolz drauf. Du hast dich zwar ein bisschen aus dem aktiven Kabarettgeschäft zurückgezogen, aber das heißt gar nichts. Das ist bei dir ein bisschen wie mit dem Boxen. Du hast uns versucht, immer weiß zu machen, dass du Boxen oder Kabarett eigentlich gar nicht so gern magst und dabei ist es eigentlich deine wirklich große Liebe. Und du hast damals gesagt, unter anderem, du hörst auf mit dem Kabarett, weil du zu allen Problemen kabarettistisch was gesagt hast und das haben wir dir nie durchgelassen. Für uns warst du immer der Kabarettist. Ein solcher Satiriker wie der Schneider, der hört nicht einfach auf, Kabarettist zu sein. Der bleibt Kabarettist und gibt den Kabarett dann der Garderobe ab. Wenn du jetzt meinst, ich hätte nicht recht, dann ist einer jener seltenen Fälle eingetreten, von denen manche Leute gar nicht wissen, dass es sich überhaupt gibt, nämlich der Fall, dass du nicht recht hast. Schau dir den Hader und mich an. Wir machen unser Programm immer 10 Jahre. So hast du jetzt 10 Jahre lang keins gemacht. Und du hast auch bewiesen, dass du dem Kabarett zugehörig bist, weil in der Lach und Schieß, was du unter Dieter Hildebrand, du damals als Kabarett-Newcomer, was ihr auf die Bühne gestellt hat, das gehört zum Besten, was das letzte Jahrhundert an Kabarett zu bieten hatte. Ganz zu schweigen von deinen brillanten Soloprogrammen. Ich erinnere mich an eins der letzten, wo du deinen eigenen Tourneeleiter gespielt hast. Da hast du eine Selbstreflexion über den Werner Schneider gebracht. Das hätte sich andere gar nicht getraut. Und dann hast du Maßstäbe gesetzt mit deinem Sportstudio für eine Sportberichterstattung weg vom Bier ernst hin zur Komik, zum Doppelsinn, zur Ironie. Auch das muss mal gesagt werden. Und dann bist du für mich der intelligenteste Mensch, der weinen muss, wenn er Dein ist mein ganzes Herz hört.
Du bist ein Mensch, den man rühren kann, und du bist ein Mensch, der sich rührend bemüht. Das merkt man, hat man zeitlebens bei dir gemerkt, an der Pflege des Nachwuchses. Du hast dich immer um den Nachwuchs gekümmert, hast immer ein Auge auf die Jungen geschmissen. Und wenn du ein Talent entdeckt hast, dann hast du protegiert, was das Zeug hielt. Bei mir war es so, mein Vater war kurz davor, mich ins Studium zurückzuzwingen, von dem er schon geahnt hatte, dass ich es zugunsten des Kabaretts vernachlässigt habe. Und kurz vor der entscheidenden Aussprache, die auch hätte zum totalen Bruch führen können, kam dein Anruf, deine Einladung zu Meine Gäste und ich, eine Sendung mit Werner Schneider. Ich erinnere mich noch, wo eine Nummer drin war, die lautete: Wenn Sie sagen, Sie sind zufällig frei, dann sind Sie bei mir nicht richtig. Ich war mehr als zufällig frei. Es war meine Rettung in der Familie. Es war eine Sendung mit Heidelinde Weiß, Konstantin Wecker. Und im Publikum saß dann Dieter Hildebrand und Peter Kraus. Für meinen Vater sensationell. Der hat gesagt, der Weg ist in Ordnung, die ganz Großen lassen ihn mitspielen. Das war 1983, jetzt ein Vierteljahrhundert später, kann ich dir von dieser Stelle aus endlich einmal danken, dass du mich so gefördert hast. Ich konnte dir ja Adäquates nie zurückgeben, habe aber gedacht, es sei in deinem Sinne, wenn ich dein Verhalten mir gegenüber als Vermächtnis betrachte und wir im Otto-Schlachthof, wir pflegen leidenschaftlich den Nachwuchs und was meine Person anbelangt, ist es auch von deinem Geist beseelt. Noch mal kurz zum Boxen zu kommen. Diese alte Boxweisheit, they never come back, die gilt für dich nicht, weil du warst nie fort. Auch wenn du dich ein bisschen ruhig gehalten hast, aber fort warst du nicht, du hast immer zu uns gehört. Und aus der Ruhmeshalle des Kabaretts bist du nicht wegzudenken. Deswegen geht der Ehrenpreis des Kabarettpreises 2008 an den Menschen und Kabarettisten Werner Schneider. Eigentlich habe ich jetzt nach dem Otto überhaupt keine Lust mehr. Das ist schwer, da jetzt noch hineinzukommen in das, was ich Ihnen sagen wollte, weil ich ja gar nicht weiß, warum ich jetzt nach 12-jähriger Pause als wohlhabender Kabarettner noch einmal diese Sache besteige. Es ist so eine Art satirischer Johannistrieb. Ich weiß ja natürlich, dass das Kabarett tot ist. Das ist es seit je. Zum ersten Mal tot war es 1901, ein Jahr nach seiner Gründung. Seither in regelmäßigen Abständen. Ganz besonders tot war es 1974, als Dieter Hildebrand und ich zum ersten Mal gemeinsam Kabarett gespielt haben. Ich habe Kabarett gesagt. Es gibt ja einen entscheidenden Einwand gegen Kabarett, die sogenannte Realsatire. Die ist nicht zu toppen angeblich. Das können nur Leute sagen, die nicht wissen, was Realsatire ist. Realsatire ist, wenn man sich über einen Politiker totlacht und dabei wirklich stirbt. Und der entscheidende Einwand gegen Realsatire ist, man kann dafür keinen Eintritt verlangen. Deshalb besuche ich nie die Besucherrampe eines Parlaments, weil die keinen Eintritt verlangen. Da treten Leute auf, Statisten mit Text. Verlangen keinen Eintritt. Ich misstraue jeder Regierung, die sich so verhält. Ein guter Redner hat etwas zu kosten. Der Nulltarif ist der Gegenwert für Nullen. Mit der Wahl einer nicht kostendeckenden Regierung beginnt ein Volk Schulden zu machen. Das ist verhängnisvoll, denn Parlamente kosten Geld, müssen subventioniert werden.
Wer subventioniert die Wirtschaft, die Konzerne? Die brauchen keine Lobbyisten mehr. Die Regierung genügt. Die große Koalition der Aufsichtsräte. Die sorgt dafür, dass die Konzerne immer mehr Gewinne machen. Und die sind darüber so glücklich, dass sie gleich wieder ein paar tausend Leute entlassen. Das ist ganz klar. Und den Gewinn, den tragen sie auf die Bank. Und die Bank zockt oder lässt zocken. Die Einsätze sind in den letzten Jahren immer höher geworden. Früher hat man gesagt, die 10 Milliarden und noch 30. Heute sagt man, die Billion und noch 3. Und dieses Geld fehlt der Volkswirtschaft. Wir arbeiten für die Chips der Zocker. Wir sind Statisten des realen Monopoly, des Globalisi. Und kommen für die Schulden dann auf. In Bayern weiß man ein Lied davon zu singen. Es gibt ja immer wieder Sozialromantiker, die beklagen, dass diese berühmte Schere zwischen Arm und Reich ständig auseinandergeht. Die sollen sich nicht beklagen, die sollen rechnen. Denn bei einem 10%igen Wachstumsschub hat der 100 hatte 110 und der 100.000 hatte 110.000. Ergebnis? Das begreift jeder Zahlkellner. Die Politiker nicht. Die Politiker erklären parteiübergreifend das sogenannte unbegrenzte Wachstum zum alleinselig machenden gesellschaftspolitischen Rezept. Sie sind blöder als Bäume. Sie sagen, nur im Wachstum ist die soziale Gerechtigkeit, die Verteilungsgerechtigkeit möglich. Das ist natürlich ein vollkommener Unsinn, denn Teilen, also soziale Gerechtigkeit, ist in jeder sozialen Schieflage möglich, auch im Minuswachstum. Übrigens ein Wort, das die Intelligenz der Nationalökonomen ganz klar enthüllt, Minuswachstum. Das Gegenteil hieße Plusschrumpfen. Wachstum, sagt man, sichert die Arbeitsplätze, die ständig geschaffen werden, angeblich. Das Gegenteil ist eher richtig. Wachstum schafft die Arbeitsplätze ab. Denn das Geld, das die Zocker nicht kriegen, das wandert in die Rationalisierung. Also in Computer, Elektronenhirne, Roboter, wodurch wieder Freisetzungen möglich werden. Ich sage Ihnen mein Lieblingsbeispiel. Früher mal hat ein Barbesitzer ein Bar-Trio engagiert. Schaut zu den Kollegen, die nicken wahrscheinlich verständlich. Heute kommt so ein, also sagen wir Musiker, mit einem Tastencomputer. Der Computer produziert Bass und Schlagzeug. Und der sogenannte Musiker spielt mit einem Finger eine Melodie und ruft dabei ein Arrangement für 200 Geigen ab. Es werden also nicht nur zwei Arbeitsplätze von Musikern abgeschafft, sondern auch der des Klavierlehrers. Genau besehen müssten jetzt drei Leute von der Computerindustrie wieder via Steuer Geld bekommen. Sie bekommen aber keines. Und deshalb sind die Soziallasten so hoch. Und deshalb müssen die Soziallasten gesenkt werden. Und dafür gibt es ein schlagendes Argument. Sicherung des Industriestandortes. Nun ist es aber so, bitte, wenn ein Land die Exportchancen steigern will und dadurch die Löhne, deswegen die Löhne senkt, dann muss ein anderes Land die Löhne senken, damit es die Exportchancen steigert. Worauf ein drittes Land, wir können uns das Ende dieses Planspieles schenken, das ist die globale Sklaverei, die Wiedereinführung der Sklaverei. Die Nazis haben gesagt, Arbeit macht frei, das ist natürlich ein kompletter Blödsinn. Das Einzige, was Arbeit macht, ist müde. Ich sehe auch nicht ein, warum jemand an einer Arche mitbaut, wenn ohnehin feststeht, dass er nicht mitgenommen wird. Ich bin oft gefragt worden nach Programmen, wo ich eigentlich politisch stehe. Ja, ich kann Ihnen das erklären, ich brauche dazu nur zwei Herren. Erstens Ludwig van Beethoven und zweitens meinen langjährigen musikalischen Weggefährten Christoph Pauli. Also, wo stehe ich politisch? Ich bin konservativ. Ich habe es gern, wenn etwas, was wert ist, bewährt und geklärt und verehrt ist. Ich bin eher konservativ. Ja, ich bin konservativ. Ich sag sehr gern, entweder oder. Und das ist antik und das modern.
bin ziemlich konservativ. Ich atme gern ein, ich trinke gern Wein, ich lieg furchtbar gern im Gras. Ich esse gern Salat, auch jungen Spinat, auch Pilzzug macht mir viel Spaß. Ich trag feines Tuch, ich hab gern Besuch, die Sehnsüchte werden gestillt. Ich find Sparen dumm und ich liebe Konsum. Ich werde nur so ungern gekillt. Sie sehen? Ich bin konservativ. Für mich ist kein Herr, der den Sir spielt. Den Sir in jedweder Couleur spielt. Wenn ich sehe, konservativ. Ich bin konservativ. Ich freue mich, wenn einer Schlips trägt. Doch wenn er im Hirn nur mehr Chips trägt, also da bin ich total konservativ. Ich bin ungern arm, ich habe es gern warm, ich fahre demnächst wieder ans Meer. Ich liebe Applaus, ich bin gern zu Haus, ich verkehre nicht sehr gern mit Verkehr. Ich esse gern Quark, ich liebe den Park im Morgentau, glitzernd und nass. Ich habe meinen Staat schon des Öfteren bejaht, nur manchmal zerplatz ich vor Hass. Darf ich es Ihnen noch einmal sagen? Ich bin konservativ. Schon wichtig, wie gut die Bilanz ist. Doch nur, wenn die Erde noch ganz ist. Also, da bin ich ganz konservativ. Ich bin konservativ. Verachtet sein von Kindeskindern. Ich weiß nicht. Ich will das verhindern. Ich bin eben konservativ. Sissi Pienger, Matthias Tretter, bitte alle Preisträger, alle Laudatoren auf die Bühne. Bitte sehr, ich bedanke mich bei Martin Schmidt und der grandiosen Band. Ich wünsche Ihnen hier in der Reithalle, den Zuschauern daheim, einen schönen Abend. Wir gehen jetzt noch ein bisschen feiern, also der Herr